Hier ist übrigens die Posada der Legenden, das Hostel der Legenden. So, es nächtelt und gerade ein schönes Schwätzchen mit dem Bauarbeiter an mir gehalten. Der kam da vorbei mit seinem kleinen Sohn. Richtig gut. Dem ist erstmal die Wurst auf den Boden gefallen. So. Und jetzt überlege ich mir noch was zu essen mitzunehmen. Aber das Restaurant, das ihr vielleicht schon kennt hier. Ah doch, hat auf. Geil. Guck mal, ob die was haben. Weil der Junior, oh, jetzt kommt noch ein bisschen Farbe hier. Der Junior hat gesagt, der isst nur hier. Und er ist ja Einwohner. Wir checken mal aus, was die hier so haben. Ja, gerade gab es natürlich Reis mit Bohnen, was auch sonst als Veganer immer die richtige Option, auch Reis mit Bohnen. Sättigt, hat mega gute Nährwerte. Wo chillig? Richtig, an der Corner. So, noch einmal hier cornern an Tag 7. Eines der Lieblingsbeschäftigungen vom Boy und vom anderen Boy. Ja, hey, jetzt sind die Dreharbeiten vorbei. Ich bin richtig froh, dass ich das durchgezogen habe. 7 Tage aus dem Leben von Simon Gervais, richtig gut dokumentiert. Ja, letzte Nacht mit euch, ne, in Sao Tome. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt, ja, schöne Momente, oder wie soll ich sagen, ne? Aber ich war schon echt gut dabei, so alles Mögliche versuchen aufzunehmen, so zu erzählen, was so in meinem Kopf passiert. Also habe ich noch nie gemacht, sowas. War cool, aber ich freue mich auch jetzt wieder ab morgen die Kamera wieder mehr wegzulassen, so. Definitiv. Einmal noch es geht los, es geht hoch. Ja, hier gibt es ein Phänomen noch, das nennt sich Maiji Fogo. Ein orangenes Licht, was irgendwo landet in einem bestimmten Ort hier in der Nähe. Aber man kann, wenn man dorthin läuft, dann ist da nichts. Aber von Weitem kann man sehen, wie das Licht auf den Boden kommt und dann dort bleibt, stationär bleibt. Das passiert mehrmals im Jahr, auch nicht jeden Tag und jede Woche, so wie ich es rausgehört habe, aber relativ häufig, wenn man weiß, wo das ist. Man soll sich erkundigen nach Maiji Fogo. Wir hatten nur eine Sichtung mit meinem Sohn auf der Pyramide, 2-3 Lichter. Aber ansonsten alles stabil geblieben, die 7 Tage jetzt. Dann ist es jetzt soweit. Ne? Er sucht hier auch den Weg, schätze ich. Man weiß ja manchmal nicht, wo es lang geht. Aber ja, Sao Tome halt. Ne? Ich fühle mich hier mega wohl. Ey. Super schönes Dörfle. Also, bis später oder bis immer. Aho! Aqui, vai. Ahô!
ein letztes Video hier. Zusammenfassung. Schön hier die Feijoada, die Bohnen noch vorbereiten am Abend. Dann gibt's morgen noch mal richtig schön Bohnen. Es waren schöne 7 Tage, einfach in Ekstase. Ich freue mich schon auf die nächsten kreativen Inputs, Videos, aber es wird sehr viel auf Junkemo weiterlaufen. Das ist einfach der Main-Kanal, der Main-Antrieb gerade. Richtig Bock da weiterzumachen, geile Musikvideos drehen. www.junkemo.com. Wer Lust drauf hat, tunt euch ein, schreibt euch in den E-Mail-Verteiler. Es gibt jeden Monat Blog, meistens auch eine Rundmail, die Geschichte des Boys verfolgen. Ja, aber war auch mal schön, so mehr Simon Gervais zu zeigen, rüberzubringen. Bisschen einfach ohne viel Plan, einfach so echt wie möglich vor Kamera sein. Hey, ich wünsche euch allen das geilste Leben aller Zeiten. So schön auf der Erde zu sein, ist so schön am Leben zu sein. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist alles. Bedingungslose Liebe und Dankbarkeit. Dann irgendwann auch Akzeptanz und so Sachen, aber freut mich. Danke, dass ihr dabei seid, wart und vielleicht sein werdet. Tschüss aus São Tomé das Letras. Auf Wiedersehen. Das war einfach eine Perspektive. Season 2. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs worn by all of dust. This is a place where I don't feel. Você me measured on the tree. Vai, qual é da árvore? É. Tá bom, okay. Show. So this is the tree that marks right now our length.